Magic-Mond. Kannst du dir vorstellen, oder? Ja. Mensch, Sarah, während dein Date nur von sich selbst erzählt, trifft Lisa jemanden, der ihre finanzielle Zukunft sichert. Die am besten investierten 30 Minuten des Jahres. Das Anlagegespräch. Jetzt Termin vereinbaren bei ihrer Sparkasse. Der internationale Tag des Mettbrötchens und wir sind wieder bei der Fleischerei Nolzen und der Markus Weber ist ja fleißig dabei, Mettbrötchen vorzubereiten. Ja. Markus, wieder große Resonanz, wie man heute Morgen schon bei euch im Haus gesehen hat. Ja, ich bin selber etwas überrascht. Also auch die gesamte Aktion ist doch sehr gut angekommen und da sieht man mal wieder, Mettbrötchen sind Kult. Genau, über 120 Bewerbungen, drei hat man dann ausgewählt und es gab noch einen Trostpreis. Du musstest, nicht nur du, sondern auch deine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen mussten viel schmieren heute Morgen. Ja, wir haben schon um 4 Uhr losgelegt mit Brötchen schmieren, damit wir die überhaupt alle fertig kriegten. Und die Aktion ist also wirklich mehr als gelungen gewesen. Und eine offizielle Übergabe machen wir jetzt hier, denn Manuela Schleiser ist hier vom Haus Klarenbach. Markus, walte deines Amtes. Guck mal, da haben wir schon was vorbereitet. Ja. Ja, Frau Schleiser, erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Wie kommt man dazu, bei so einem Gewinnspiel teilzunehmen? Ganz einfach. Wenn man so tolle Kollegen im Haus Klarenbach hat, denen muss man einfach mal was Gutes tun. Und ich habe mich so gefreut, dass ich das gewonnen habe. Und die Kollegen wahrscheinlich auch, oder? Ich denke ja. Also es ist auf jeden Fall rübergekommen und warten sehnsüchtig auf mich. Dann wünsche ich noch Ihnen und den Kollegen viel, viel Spaß. Dankeschön. Ja, und wir gehen jetzt nochmal auf die Straße, denn on the road, wie man so schön sagt, und fahren mal noch zu einer anderen Firma hin, die auch gewonnen hat. Bei der Firma fahre und ich habe den Frank Schmidt bei mir. Frank, teilgenommen am Gewinnspiel und gewonnen. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Vielen Dank. Dankeschön. Wie kommt man dazu, dass man an so einem Gewinnspiel teilnimmt? Ja, ich hatte mir überlegt, teilzunehmen, weil die Kollegen gerne hier herzhafte Dinge mögen und Mettbrötchen ist natürlich eine schöne Sache für alle. Dann. Und man hat hier schon gesehen, der Transporter von Nolzen fuhr schon vor, die Kollegen scharren schon mit den Hufen. Wie ist das so, dass du den Kollegen was Gutes tun kannst? Ja, die freuen sich natürlich darüber, gerade über solche Sachen, solche Aktionen wie Mettbrötchen, da ist die Freude schon sehr groß, glaube ich, bei der Belegschaft. Frank, dann danke ich dir für dieses kurze Interview. Also hier bei der Firma Fahre freut man sich drüber und auch den weiteren Gewinnern herzlichen Glückwunsch.